Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich fahre aktuell den ersten Drescher mit neuen Schneidwerk für Mais, für Körner Mais Richtung Hof. Da wird das ganze Fahrzeug nochmal gewartet und gewaschen, komplett alles und erstmal weggestellt. Dann mal gucken, ob man hier oben Feldfluss ist. Blocking sehe ich da so schön, viermal. Abfahrer und Drescher. Mal schauen, was da auch wieder läuft. Wenn wir gleich gucken, sobald wir hier den Straße frei gemacht haben. Der erste ist fertig, gut, das ist auch gut. Ne? Okay, dann ist ja, müssen wir sehen, dass wir da den Nacharbeiten gleich durchführen. Beziehungsweise, ja, wenn was zu machen ist. Ne? So viel ist da ja nicht mehr zu machen. Also die Ernte ist ja fast durch. Ja, das ist Weizen alles für Thüringen. Da habe ich jetzt aktuell wirklich die Brauerei voll. Ne? Also kommt der jetzt gar nicht mehr hinterher. Also. Aber das zeigt auch wieder mal, dass der große Anhänger dafür zu viel ist. Man müsste eigentlich mit dem Kleinen fahren, dass er ständig ein Kleiner fahren kann. Aber wie wir haben, muss man halt immer etappenweise machen. Ne? Also aktuell ist Weizen und Gerste, die Brauerei, gut gefüllt. Das Einzige, was fehlt, ist der Hopfen. Den muss ich zukaufen aktuell. Ist aber ganz gut oder okay, weil dadurch können wir unser Weizen und Gerste gut verwerten. Gutes Geld verdienen damit. Was sich im Kauf im globalen Markt dann sich dann niederschlägt und dadurch können wir es ja leisten. Wir machen trotzdem noch genug Gewinn, dass wir sagen können, ja, wir können uns da was kaufen für. Ne? Felder zum Beispiel. Neues Feld ist Zuckerrüben angepflanzt und aktuell, so Stand heute, wird dort fleißig jetzt hier die Hopfenaussaat vorbereitet und später begonnen und die Düngeaufgaben erledigt, ne, die eigenen Feldern vorrangig. Mission, da muss ich schauen. Ich habe ja versucht für Feld 10 Mission zu bekommen, weil da noch Raps drauf ist, aber da ist aktuell keine Mission vorgesehen, leider. Wir haben noch ein bisschen Silage, aber gut, das ist nicht mehr so tragisch. Also Silage würde ich jetzt mal zweitrangig betrachten. Da haben wir eigentlich mehr oder weniger. Ja, da muss ich mal den Rand erstmal frei machen. Also ich muss sehen, dass mit Mais im Feld läuft, dann können wir sehen, dass wir da nachher Zeit wieder haben für. Aktuell geht es darum, dass wir das vorbereiten, dass wir die Ernte für Mais in Schwung kriegen. Ne? Sobald das reif ist, aktuell könnte man das ja pressen zu zu häckseln, gut hier für Mais, für Silage, ja, aber das will ich eigentlich nicht. Ne? Also, wir werden das sehen, dass wir da das hinkriegen, dass wir heute im Prinzip das Ganze, die Ernte schon mal groß vorbereiten. Heißt aber auch, wir müssen die Fahrzeuge reparieren und waschen. Das ist zumindest ein Reparieren, ne? Das ist immer ganz wichtig. Gerade die Erntefahrzeuge und auch Traktoren sind eigentlich fällig. Ne? So, gehen wir mal auf den. Drescher müsste Case sein. Ne, ist doch hier. Der ist leer. Und der wartet, weil ich nicht weiterfahre. So. Alle müssen weiterfahren. Das ist ja, wenn das sein soll, dann machen sie es nicht. Ne? Aber ich muss kurz gucken, ob da noch was zu sehen ist. Und so sehe ich nichts. Und hier. Ist alles weg. Das passt. Dann können wir das mal ganz kurz ausklinken und dann schon mal anhängen. Ne? Der hat ja auch nicht so viel. Ist auch mit durch. Wie gesagt, ein weiteres Getreidefeld würde ich jetzt nicht unbedingt pachten wollen. Es wäre auch heute eine Runde zu spät. Von der Zeit her, die großen Felder dauern doch ein bisschen länger. Hier haben wir angefangen früh um 6 oder so. Ne? Völlig sehr früh eigentlich. Also
Also gute 15 Stunden und E11 ist noch ein bisschen größer. Und zum einen will ich nachts nicht da groß arbeiten, also es ist dunkel, das macht sich so schlecht. Und zum anderen, wenn der Regen ansagt, dann ist ja die Ernte in Gefahr und wir kriegen das nicht fertig in der Zeit. Ne? Also zum Beispiel jetzt hier, das Feld ist fertig. Da könnte man jetzt sagen, wir pachten, da müssen wir anders reingehen. Streng, geh. So, verpachtet. So, Pacht auflösen. Eine Pacht pro Tag, 16.000. Ne? Gut, jetzt ist das Feld nicht mehr bedienbar. Ne? Und wir haben gut verdient. Also vom Prinzip her ist das eine schöne Sache. Ist halt doch ein bisschen beschieden. Also wenn ich es machen würde, würde ich das in Zukunft anders machen. Das wäre von Tag 1 bis zur Ernte dann behalten. Also Flügen wenn notwendig und außer. Aber ja gut, wenn man startet, macht es vielleicht Sinn machen. Ne? Und ganz neu. Und man hat noch kein Geld, da kann man sicherlich irgendwie pachten. Mit Bestellung und so. Ne? Bei Season und Null anfängt, ist ja nichts drauf. Könnte man mal so durchführen. Und sonst ist das ein bisschen unsinnig, wenn man so, ne? Ganz vorsichtig. Ne? Ist ja doch nicht bescheißen, aber man muss ja eigentlich ein Feld dann auch bestellen. Ne? Aber gut, ich habe es mal probiert. Ich wollte es mal wissen, wie es geht. Dass es geht, das ist gut. Aktuell starte ich keine neue Karte, also das schaffe ich zeitlich so nicht. Und das Hauptproblem ist, ein weiteres Let's Play für Landwirtschaft wäre da ein bisschen zu viel und die Quote wird dadurch nicht besser, sagen wir so, ne? Denn wir sind ja auf der Marsch und hier eigentlich gut ausgelastet. Zeitlich gesehen, ne? Also wir haben noch hier so viel zu kaufen und zu machen, wir sind noch weit nicht so weit, ne? Aber kommt Zeit, kommt Rat. Also weiteres fällt nicht, das machen wir jetzt nicht. Mais kommt das nächste dran als Maisernte. Nachts werde ich schneller vorspulen, da ich meinen Schlafplatz verkauft habe, beziehungsweise eigentlich gelöscht. Weil dann der Log immer ein bisschen Performance-Probleme gemeldet hat. Ob das nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe immer die Gründe hier gesucht. Ne? Jetzt läuft es auch wieder ruhiger, ne, wo die Erde vorbei ist. Jetzt haben wir den Grün. Wir müssen den Grün holen. Das grüne Schneidwerk für Mais. Körnermais. Ne? Richtig viel. Aber das werden wir eigentlich verkaufen müssten. Hier müssten wir eigentlich hier verkaufen. Das würde ich eigentlich nicht nach dem Marsch bringen. Da brauche ich kein Körnermais. Da müsste sogar noch Körnermais im Lager haben. Da muss man verkaufen. Da muss aber, wäre eine Option, ne? So, mal schauen wir. Kurz mal unser Schneidwerk holen, ne? Das liegt ja rechts. Wieder verkehrt rum. Will man kräftigen Bauer wieder aktivieren, ne? Ja, dort müsste der Händler mit einem speziellen Fahrzeug das entsprechend mir fachgerecht hinstellen, ne? Und nicht so schräge, ne? Geht doch nicht. Muss doch hier entsprechend anders. Also so wie ich hingestellt werde normalerweise, so dass man mit dem Gerät ranfahren kann, ne? Ups. Ja, Blocke, die müssen ja alle noch ein bisschen freistellen. Heißt das so. Das war mal diese Umschreibung, Leasingfirma, wenn das Jahr zu Ende war. Und sie über Weihnachten nicht bezahlen wollten, dann hieß es, die stellen dich frei. Zum Glück habe ich das jetzt nicht mehr, also das Problem habe ich aktuell nicht. Ich hoffe, das bleibt also. Man soll ja nie sagen, aber sieht doch eigentlich ganz gut aus.
Und da werde ich mal sehen, dass Montag wieder. Ja, Montag nicht. Wenn diese Folgen kommen, dann ist meine letzte Woche zu Hause, die frei habe. Oder sind meine, ich glaube, 9 Wochen oder 8 sind vorbei. So, wenn du jetzt überlegst, beginnt September, ja, Vierteljahr weiter, es wird bald für Weihnachten. Und da bin ich ja gespannt, weil die Feiertage fallen ja echt blöd, ne? Also, wie das dann gehabt wird wegen frei. Weil ich auch nicht weiß, wie viel Arbeit dann da sein wird. Das weiß im Prinzip keiner genau, ne? Wie die Aufträge so reinkommen. Also bei uns ist ja so, dass die Aufträge jetzt eigentlich reinkommen müssten, wenn der Kunde das entsprechende Gerät zum nächsten Jahr haben will. Ne? Also muss er jetzt bestellen oder zumindest, ja, Bestellung muss rausgehen im Prinzip. Dann können wir das dann im Winter also produzieren und zum Frühjahr dann ausliefern. Ne? Also denn diese großen Geräte, die kosten ja ein bisschen was, auch da kann man ja nicht vorausproduzieren. Das ist ja auch dann, ja, wenn das keiner haben will, so ein Ding steht 2-3 Jahre rum, ist auch ungünstig, ne? Ist ja auch schlecht, ne? Also sagen wir so, die großen Geräte, wenn alle, die müssen vorbestellt werden, sonst fangen wir da gar nicht erst an. Das finde ich auch richtig so. Aber wie gesagt, das ist mir das Problem, dass dann alle Arbeit dann im Winter kommt, ne? Und dann sag ich mal so, Weihnachten ist dann zwischen den Feiertagen ist eigentlich immer frei, aber wenn sehr viel Arbeit ist, dann ist vorher bis zum Schluss gearbeitet, ne? Also, und gleich wieder am zweiten angefangen, wenn es ungünstig läuft. Aber wie gesagt, das kann ich erst sagen, wenn es weit ist. Es geht darum, wenn ich ein Haus fahren will, ne? Das ja sowieso mit den ganzen Corona ist eh alles so fraglich, ob das überhaupt funktioniert, ne? Auch wenn da bald die Handschellen klingen bei den Leuten. Da habe ich jetzt noch nicht ein Video gehört, gesehen, aber nicht von der Klagepartner, sondern von anderen Anwälten. Das sind ganz große, also von Amerika und so, ne? Die jetzt im Prinzip eine Klage vorbereiten als Schadenersatz. Sei es, dass Merkel und Co. dann blechen könnten, ne? Und plus LKI und die ganzen Firmen, die diesen Test herstellen. Das heißt, da ja dieser Test nicht validiert ist, also nicht staatlich geprüft und somit nicht freigegeben ist, ist der ganze Humbug dann nachher ja, hinfällig, kann man sagen. Denn wenn ich nicht geprüft bin, kann ich ja auch nichts machen. Ne? Ich kann ja auch kein Auto fahren auf der Straße, wenn ich nicht geprüft werde vorher. Und so ist das mit dem Test genau das gleiche. Also, das gehört staatlich geprüft und dann kann man es auch einsetzen, wenn es bestanden ist. Ne? So, und bei Viren ist es so, die Meinung auseinandergeht, dass man im Prinzip die Viren im Grunde gar nicht nachweisen kann. Das ist ja gar nicht möglich. Das ist alles, man findet ja nur einige Aminosäuren und das die kann ja jeder in sich tragen, ne? Jedenfalls wird das noch ein teurer Spaß, wenn das durchgeht. Und dann kann er sein Haus verkaufen, wenn er eins hat. Der Herr Spahn hat ja eins jetzt gekauft, da kann man jetzt mit 4 Millionen ja fänden, ne? Es ist, aber die kommen wieder irgendwie gut durch, die haben wieder Anwälte und so, das ist, wie gesagt, die Großen, die haben immer das Glück, dass sie durchkommen und die Kleinen einen Kassenbon aufhebt vom Boden, der Kunde verloren hat, dann ist es ein Diebstahl. Das ist so ein Witz, wenn einer rumliegt, liegt er rum, ne, dann kann ich den verwenden, wenn sich keiner meldet, der einen haben will, zum Feierabend löse ich den ein, wo ist da das Problem? So, den fahren wir jetzt mal erstmal hier einsteigen. So, gute Frau, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ist ein bisschen leer.
entlassen und ein Stückchen vorfahren. Muss ja auch repariert werden, ne? Da haben wir heute mal zu tun. So, das Rohr wieder einklappen. Und dann werden wir gleich mal ebenfalls zum. Aber die anderen werde ich mal erstmal entlassen. Beziehungsweise. Freistellen. Anführungszeichen. So. Stehen hier vorne eh rum. Dann schicken wir den letzten globalen Markt abkippen. Ja. Das ist klüger. Oder wir fahren den mal selber jetzt rum. Weil wir dann auch entsprechend noch reparieren wollen. Und auch müssen, ne? So. Einer war noch. Der hier. Ist auch freigestellt. Und der Brüder ist eh leer. Und kostet die schon mal kein Geld, ne? Weiter. So. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann bleibt mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Weiter vorbereiten für die Ernte. Feld Nr. 38 Mais. Und mal die Fahrzeuge reparieren, bereitstellen und entsprechend alles. Ja, vorbereiten halt und dann nachher ja, muss ich sehen, die nachts mit dem Wetter morgen spulen und dann vielleicht sind schon morgen reif und wir können anfangen. Wenn wir Glück haben, ist trocken, wenn wir Pech haben, müssen wir halt andere Arbeit suchen, Bett regnen dann sollte, ne? Ich sag mal tschüss, ciao, nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und gucken und dann bis morgen, ne? Tschüss.